Hallo Freunde. Hi. Atheisten sind sehr oft wissenschaftlich gebildete Leute. Das ist gut zu wissen. Und ich bin kein Wissenschaftler, von daher ist es grundsätzlich sowieso schwierig für mich mit Atheisten zu diskutieren. Es ist schön, dass du weißt, wo deine Grenzen liegen. Ich mache das trotzdem. Also so viel dazu. Ich mache das trotzdem und stelle mich oft deren Argumenten, aber das führt meistens doch nicht zu einem vernünftigen Ende, weil sie meistens mit meinem Glauben einfach nicht so viel anfangen können. Du willst mal so sagen, dass Leute, denen es schwer wird, an den Weihnachtsmann zu glauben und darum gerne wissenschaftliche Beweise hätten, nicht an den Weihnachtsmann glauben, weil sie keine wissenschaftlichen Beweise von dir bekommen. Erkennst du ein Muster? Oder sie nicht auf diese Ebene des Glaubens sich einlassen können. Sie sind eben auf der Verstandesebene und ich argumentiere mehr von der Glaubensebene her. Ich verstehe nicht, warum ein funktionierendes Gehirn und Glaube sich ausschließen sollten, aber von mir aus. Nur eins, was ich sagen kann, ist, es gibt sehr viele Wissenschaftler oder wissenschaftlich gebildete Menschen, hochgebildete Menschen, die trotz ihrer Bildung in Naturwissenschaft an Gott glauben können. Das ist sehr interessant, mir aber scheißegal. Eine Aussage wie jemand, der ganz doll schlau ist, hat dieselbe Meinung wie ich, also habe ich recht, nennt sich ein Argument von Autorität. Das heißt im Grunde, du sagst damit, ich habe keine Ahnung, ob ich Argumente habe, ist aber auch egal, weil jemand, der viel besser ist als wie du, gibt mir recht und darum stimmt das. Was an und für sich keinen Sinn macht. Meiner Meinung nach muss, wenn es Gott gibt, wenn Gott tatsächlich existiert, ich glaube daran. Das ist schön, dass du daran glaubst, aber du warst gerade auf dem Weg, ein Argument zu machen. Wenn jemand nicht daran glauben kann, akzeptiere ich das. Ich sage nur, ich kann nicht anders als an Gott glauben. Ich habe immer schon an Gott geglaubt. Das ist mir vollkommen wurscht, komm zu deinem Argument. Es würde mir total schwer fallen, nicht zu glauben. Das wäre ein totaler Akt für mich, da müsste ich mich zusammenreißen, Ich reiß mich auch gerade zusammen. um nicht an Gott zu glauben. Dein Argument, los. Und wenn es diesen geheimnisvollen Gott gibt, der unser Universum trägt, der im Grunde alles erschaffen hat, Thema Evolution sei mal dahingestellt, denke ich, da gibt es viel zu diskutieren und Alter, läuft dir ein Bypass durchs Hirn? Du hast angefangen mit, wenn Gott existiert, dann, hast über deinen eigenen Glauben geredet, den Nichtglauben anderer und bist jetzt mit Evolution am Brabbeln. Komm zum Punkt oder ich schneid ihn mir zusammen. auf jeden Fall bin ich der Meinung, wenn es einen Gott gibt, der jenseits der Materie ist, jenseits unserer sichtbaren Wirklichkeit, der aber mit dieser Schöpfung zu tun hat, der sie trägt, dann müssen Wunder eigentlich logisch sein. So, wenn sie über der Materie steht, wenn sie übergeordnet ist, dann muss sie auch alle materiellen oder physikalischen Gesetze außer Kraft setzen können, so wie wir das bei Jesus gesehen hat, der Wunder getan hat. Was so lange unverständlich brabbelt, wird endlich verstehbar. Du bist also der Meinung, dass, wenn es einen Gott gibt, Wunder möglich sein müssen. Du hast diese Pierre-Vogel-Logik, nach der alles, was du gerne als Wunder ansehen würdest, auch als Wunder gilt, oder? Ich glaube das tatsächlich, dass Jesus das getan hat und immer noch tun kann. Natürlich glaubst du das, du bist Christ. Ich habe selber Geschichten von Leuten gehört, die ähnliche Dinge erlebt haben. Ich habe selber unerklärliche Dinge, also die man wirklich, ich denke, mit dem wissenschaftlichen Verstand nicht nachvollziehen kann, habe ich persönlich erlebt. Interessant. Das hat zwar absolut keine Beweiskraft, aber hast du irgendein besonderes Beispiel? Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, kurz danach hatte ich viele sehr interessante Erlebnisse. Das wäre viel zu viel für so einen kleinen Spot. Ich versuche dieses eine Erlebnis, was wirklich frappierend ist, greife ich einfach mal raus. Und zwar steige ich in einen Zug ein, habe ein paar christliche Traktate dabei. Wieso? Hast du Vampire gejagt oder bist du eins von den Arschlöchern, das immer irgendwelche religiösen Materialien dabei hat, um damit Leute zu nerven? Und sehe mit dem ersten Blick eine Reihe von vier, fünf jungen Leuten da sitzen. Gut zu wissen, dass du katholisch bist. Ich sehe die Leute und habe sofort einen Gedanken im Kopf. Das sind
eingeschlafene evangelische Kirchenchrist. Dann setze ich mich da neben und höre zu. Es kam heraus, dass sie evangelisch sind, evangelische Christen sind. Ach, ich dachte schon evangelische Moslems. Und dann hörte ich dann diese Worte. Es gibt ja auch Menschen, die das Wort Gottes heutzutage noch wörtlich nehmen. Und das ist ja ganz schlimm und ganz falsch. Und das ist ja fanatisch. Ja, ich würde sagen, wenn es um ein Buch geht, in dem Tiere sprechen können, Wissen in Fruchtform existiert, die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde, ein alter Mann alle Tiere der Welt 1 Jahr lang auf einer Arche ernähren kann und in dem fragwürdige Moralvorstellungen als der Wille eines Gottes aufgeschrieben sind, halte ich es für bedenklich, das Ganze wörtlich zu nehmen. Ich nahm daraufhin ein Traktat aus meiner Tasche. Hallo, mein Kleiner, willst du einen Lolli? Ja, das war jedenfalls ein sehr erstaunliches Erlebnis. Ich bekam eine sehr starke Ehrfurcht vor Gott in diesem Moment. Allerdings vollkommen unbegründet. Dein Gehirn kategorisiert Menschen automatisch ein. Da reicht der kleinste Hinweis, zum Beispiel, dass die meisten Leute Christen sind, um irgendwas einzusortieren. Ist im Grunde ein evolutionärer Effekt, um einfach festzustellen, kann ich dem Typen trauen oder nicht. Das macht dein Gehirn ganz automatisch und du sagst, oh, ich habe eine Idee, wahrscheinlich macht das mein Gott. Dazu kommt, dass du dich selektiv erinnerst. In all den Fällen, wo du dir gedacht hast, der Typ ist ein Christ und es nicht der Fall war, hast du es wieder vergessen, weil es dir egal ist. Ja, Wunder gibt es. Es gibt Gott und man kann ihn kennenlernen, man kann ihn erleben. Adios. Falls sich jemand wundert, womit ich hier gearbeitet habe, das Video hieß Argumente gegen den Atheismus und war 13 Minuten lang. In der gesamten Zeit wurden 2 Argumente vorgetragen und 4 Luft verbraucht. Aber wenigstens hat dieser Typ ein Gewissen und redet nicht über Jesus, ob er ihn einblasen will. Von daher ein kleiner Schritt vorwärts, aber ein Schritt vorwärts zu den letzten Typen, über die ich Videos gemacht habe.